Hey, wir sind die nackten Zwillinge, Mann. Okay. Hey, Mann, die reden so wie ich, Mann. Ja, ja, ich weiß, Mann. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Ich habe mir die vorletzte Folge nochmal angeschaut und da wurde gesagt, dass Augenzeugen berichten, dass die gute alte Terra sich höchstwahrscheinlich im westlichen Teil Figaros befindet. Ob man dem jetzt Glauben schenken mag, das sei mal dahingestellt, aber Fakt ist, wir sind gerade eher im östlichen Bereich. Aber ich möchte mich da auch weiter aufhalten und mal kurz nachgucken. Weil vielleicht finden wir hier trotzdem irgendetwas Interessantes, das uns weiterbringen wird. In irgendeiner Form. Alles, was ihr haben müsst, ist Geduld. Hehe. Ja, komm, ey. Was möglich wäre, ist, wenn ich die Tastenbelegung so krass verändere, dass ich mit den Aktion-Tasten steuere und mit dem Steuerkreuz sowas wie A drücke und sowas. Also die ganzen normalen Angriffe sozusagen. Ja, den hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr angreifen müssen, aber egal. So, dann hauen wir den nochmal kurz raus und gut ist. Raven steigt ein Level auf. Gibt es eigentlich sowas wie Level, ne? Vielleicht Stärke. Ich weiß es nicht. Oh, komm. Hey, wir sind die nackten Zwillinge, Mann. Okay. Hey, Mann, die reden so wie ich, Mann. Ja, ja, ich weiß, Mann. Ach so, ja, stimmt. Ich bin ja Mönch und hab hier damals geredet. Ey, was die alles abgekupfert haben. So, irgendwie bin ich hier voll falsch. Eieieiei. Diese Kämpfe, ey. Wie der sich schützt, der Kollege. Wie ein Profi. So, perfekte Runde. Da raus. Jetzt hier nach unten. Da ist eine Kiste. Hä? Irgendwie komme ich nicht weiter. Kann es sein, dass der Weg für mich einfach so gesperrt ist? Ich weiß, komische Vermutung, aber hab so das Gefühl. Ja, ey, komm, du hast echt nichts drauf heute. Mal so ein Vogel was stehlen. Wenigstens ein Meteorit hat er drauf. Okay, dann hier. Du greifst das hier an. Und du das Vieh. Und so geht's dann weiter. Dann haben wir es endlich geschafft hier. Nervige Vögel hier. Mensch. Also, was machen wir denn jetzt? Ich komme irgendwie nicht weiter. Oder ich habe einfach nicht ganz genau hingeschaut. Aber ich glaube, ich komme nicht weiter. Ich habe schon genau geschaut, oder? Oder nicht? Vielleicht bin ich ja auch richtig und dann schreien gerade alle FF6-Fans: Nein, du bist richtig, geh nicht raus aus der Höhle. Aber ich gehe jetzt raus, weil ich glaube, ich komme da nicht weiter. Und es wäre eigentlich echt cool, wenn ich mich irgendwo heilen könnte. So eine Herberge wäre jetzt nicht schlecht. So. Im westlichen Teil wurde gesagt.
Haben Augenzeugen berichtet, ne? Wohlgemerkt. Nicht irgendjemand, bloß Augenzeugen. Willst du die Zigeuner schnell besiegen? Und dann haben wir's. So. So, du bist ein Level aufgestiegen. Ja, aber da geht es ja in die Höhle. Gibt's ja keinen anderen Weg. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird eher so ein Erkundungspart. Das wird kein Part, in dem wir irgendwas erreichen werden. Also geht bitte nicht mit Erwartungen in diesen Part. Im Westen, aber wie sollen wir da hin? Ich war da doch, oder? Nochmal durch diese ekelhafte Höhle. Und da ist ein Karatgra und ein Akrofies. Ja, vergifte mich direkt. So, komm. Krieg mal hin. Okay, ich sollte jetzt langsam zu High Potion und Co. greifen. Sonst wird es langsam ein bisschen kritisch. Gegengift. High Potion und gut ist. Okay. Da ist nichts. Vielleicht gibt es dann noch einen anderen Höhlenausgang. Das wäre auch eine Idee. Ich glaube zwar nicht daran, aber wer weiß das schon so genau. Ich glaube, ich sollte normal angreifen, ist besser. Immerhin sind die Gegner nicht so stark. So, einer ist weg. Also Raven ist eigentlich nur zum Stehen gut, sage ich mal. So. Und so. Da war eine Kiste, okay. Gibt es eigentlich sowas wie Top-Schutz oder sowas? Bestimmt gibt es so einen Ring oder ähnliches. Das kann ich mir vorstellen. Doch, ich hasse Vergiftung. Oh, ich habe kaum Gegengifte. Ach, das ist ärgerlich, sowas. Ich hatte sogar ein Gegengift, das wäre cool. Nee, hat er nicht. Ja, greif halt den armen Raven an. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit der Vergiftung laufen kann. Jetzt wie ein Pokémon hier. Ich glaube, das zieht extrem. Ein Leben! Wie stark ist die Vergiftung im Spiel? Krass, wirklich. Hätte ich gewusst, dass wir gleich da sind, hätte ich keine Potions verwendet. Aber gut. Eigentlich sollte man diesen Wüstenrochen zuerst besiegen. Oder Giftrochen. Oh nee, Salo, jetzt bist du am Start. Oh Mann, irgendwie geht's mir nicht so gut. Was ist das, ein Durchfall? Ach, quatsch doch nicht, Raven. Ich wurde vergiftet, Mann. Ach so, ja, tut mir leid. Wir haben kein Gegengift mehr. Das war nicht Sado, aber dafür ein Vita-Brunnen. Ach, herrlich. Ja, kurz vorm Ende nochmal. So. Okay. Du.
Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Im Westen. Wir halten uns jetzt im Westen auf. Ey, kommt. Ich bitte euch. Geht zurück in euren Sandgraben, aber bitte lasst uns in Ruhe. Okay, Gegengift bekommen. Ja, Halleluja. Was ist denn da? Ach, das war... Hä, was ist denn da? Ich meine, man kann ja sagen, okay, zwar sind es viele Kämpfe, aber man trainiert ja irgendwo auch. Das stimmt, aber... Ich weiß nicht, kriegen wir da überhaupt viele Erfahrungspunkte von so schwachen Gegnern? Wohl kaum, oder? Also ich meine, ein paar bekommen wir immer, klar, aber... Figaro... Soll ich mir einen Schokobo holen oder nicht? Komm, ich hole mir noch mal einen. Kosten eh nur 100. Voll witzig, mit denen zu reiten. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Gleich mal raus mit dir. Jetzt gucken wir mal. Kannst du nicht irgendwie über Wasser laufen oder sowas? Hast nicht so viel Bock, ne? Warum können wir keine Gebirge durchqueren? Auch irgendwie blöd. Moment, ist da eigentlich was? Hier ist so ein Erdrutsch. Lass uns doch direkt mal schauen. Ich dachte, das wäre so ein Erdrutsch oder sowas. Sieht doch echt komisch aus, ne? An der Stelle. Jetzt habe ich meinen Schokobo verloren. Ey, ärgerlich. Also ich schaue mir noch ganz kurz grob die Wüste an. Wenn ich nichts finde, dann wird es heute ein etwas kürzerer Part. Und ich informiere mich. Weil ich komme gerade echt nicht zurecht. So, ganz grob gucken, was ist da laut Karte. Wenn mir nicht ständig Gegner angreifen würden, dann wäre das Leben viel einfacher. Sado! Was ist, Raven, Mann? Macht es bitte kurz platt, damit wir weiter können. Okay, Mann. Danke. Ja, das ist Figaro. Und was haben wir da unten? Ach, das sind... Ah, das ist die Höhle. Okay, okay. Gut, Leute, tut mir leid. Ich komme leider nicht weiter. Und natürlich kann man sagen, okay, schau doch einfach nach und erforsche ein bisschen. Würde ich als Spieler auch machen, bevor ich zur Lösung greife. Allerdings ist das kein normales Spiel, sondern... Also schon ein Spiel, aber es ist ein Let's Play. Und ich möchte nicht, dass sich da irgendjemand langweilt, nur weil ich da erstmal 4-5 Parts nach der Lösung suchen muss. Deswegen... sobald ich merke, dass ich nicht weiterkomme, suche ich lieber erstmal oder frag mal nach, ob ich da einen Ansatzpunkt bekomme, um dann weiterzukommen. Genau. Und deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cut. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und seid dabei. Verpasst die nächste Folge nicht. Danach wissen wir definitiv, wie es weitergeht. Und bis dann. Unser Kreuzer Schicksal abrammt unsere Wege. Oh, Ninja-Mann. Schön, dich wiederzusehen. Ah, lass mich in Ruhe.